Svatika, hallo Leute. Es gibt ein Spontanvideo. Ich bin gerade bei Mami und ich wollte euch zeigen, könnt ihr euch erinnern? Vor einem halben Jahr habe ich euch gezeigt, wie Portulaque-Postelein wild bei Mami wächst. Und jetzt, hallo, wir haben Ende Oktober, sie sind wieder da. Und zwar alles Grüne, was ihr hier seht, ich zeige euch das gleich, ist komplett Portulaque-Postelein-Party, Leute. Und Mami hat hier gerade fleißig Narzissen angebaut, eine ihrer Lieblingsblumen. Die kommen ja dann im März, April, gell? Im April kommen die. Und Mami hat die hier gerade, ich zeig's euch, hier die Reihe hat sie gerade komplett eingesetzt. Und jetzt, na hier, guck mal, das seht ihr, hier hat Mami auch. Guckt, Chilis, Peperonis. Und da, Leute, ist Portulaque-Postelein. Schaut mal, die haben schon hier die richtige Größe. Die können wir direkt essen. Und hier hat Mami noch ein Beet angelegt Im Winter kann man, im Winter kann man essen. mit Koriander. Habt ihr gehört? Kann man noch im Winter Koriander essen. Guck, hat Mami hier übrigens alles selber gebaut. Aufpassen mit dem Guck, Mami schimpft, dass ich. Leute, wie soll man hier aufpassen? Guck mal, wo man Mit dem hinläuft. Kopf. Guck. Nur Seht die ihr? Finger nicht am Fuß. Wie soll man denn hinlaufen, ohne dass man auf eins tritt? Das ist überall. Ja. Aha. Wenn man jetzt Mittag essen Salat machen. Ja, guck, warte. Das gibt es hier auch im Bio-Shop oft zu kaufen. Aber das ist teuer. 100 Gramm, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube 2,50 € oder so im Bio-Shop. Und Portulaque-Postelein ist, wie gesagt, mein Lieblingssalat neben Feldsalat, gell? Das ist quasi die Schwester davon. Das ist total knackig, saftig, lecker. Boah, oh ja, das essen wir gleich noch mit Chili-Paste. Guck, und hier, ich nehme euch mit. Seht ihr das? Guckt euch das bitte an. Alles Grüne hier. Und jetzt pass auf, wir gehen zum anderen Areal. Da werdet ihr sehen, da gibt es noch mehr. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht platt laufe. Hier, Leute, das ist so krass. Guck! Hammer! Das ist alles Postelein, Portulaque. Guck! Wow. Hammer, oder? Wie gesagt, Mami hat die vor Jahren, hat sie die am Samen gekauft und hat es dann hier ausgestreut. Und seitdem kommt es, wie gesagt, jedes Jahr selber und hat sich inzwischen richtig fett ausgebreitet. Guck mal, da haben wir noch so Pilze, Champignons. Aber was sind das für welche? Das weiß ich gar nicht. Mami hat auch ein paar gesammelt, aber wir haben es natürlich nicht gegessen, gell? Weil wir uns nicht sicher sind. Muss man ja aufpassen. Darf man nicht einfach so mampfen, weil es könnte ja auch giftig sein. Manchmal sehen die harmlos aus, ist aber giftig. Voll schön. Oh, guck mal, was Mami für eine Pose hat. Guck. Aha, Gartengangster ist Mami. So, Leute, das war's als Mini-Video. Ah, Mami bringt es zurück. Bye-bye, Leute. Tschüss.